Leute und herzlich willkommen hier zurück zum Invasion Mod. Mit Flames Mod. Und noch ein paar andere Mods. Ich habe keine Munition mehr für diese Waffe. Okay, also. Es ist inzwischen ein Tag vergangen, seit ich die letzte Folge aufgenommen habe. Das liegt einfach daran, dass gestern Abend meine Eltern nach Hause kamen und dann dachte ich mir so, boah, die stören eh bloß wieder. Da nehme ich jetzt kein Video auf. So, ich habe meinen Schreibtisch in der Zwischenzeit etwas umgestellt. Ich habe nämlich früher mein Mikro immer genau über meiner Tastatur gehabt. Und jetzt habe ich mein Mikro nicht mehr genau über meiner Tastatur. Jetzt hoffe ich, hört man es nicht mehr so, wenn ich klicke. Also, wenn ich Tasten drücke. Meine Tastatur ist nicht die leiseste, das weiß ich auch selbst. Wie viele Leben hat denn so eine Hexe? Bitte, hinten ist ein Bauarbeiter, der muss sterben. Ja, die sterben so vorher noch. Ich bin vergiftet, nein. So, ich weiß gerade gar nicht, in welcher Welle wir sind. Okay, Welle 22. Ich würde sagen, das heutige Ziel für diese Folge ist Welle 30, damit es nicht wieder so eine... ja, so eine 40-Minuten-Folge wird wie die letzte. Wird's vermutlich trotzdem, weil die Wellen brauchen ja jetzt länger. Ich bin mir noch nicht sicher, wann ich die Videos hochladen werde. Entweder werde ich sie heute, morgen oder aber morgen und übermorgen. Also, für alle, die sich wundern, heute ist Freitag. Gestern war dementsprechend Donnerstag und morgen wäre dann Samstag. Ich weiß auch noch nicht, ob ich nochmal eine Folge machen werde, vielleicht. Vielleicht werde ich aber auch in dieser Folge verlieren, man kann es ja nicht wissen. Also, wenn ich in dieser Folge noch nicht verliere, dann werde ich vermutlich nochmal eine Folge machen. So. Rauscht mein Mikrofon eigentlich gerade? Ich weiß es nicht. Ich weiß bloß, dass ich das öfteren mal Probleme mit meinem Mikrofon habe, weil es rauscht. Ich habe die Aufnahme von gestern noch nicht angeschaut. Ah. So, ich werde mich jetzt bloß noch auf so große Monsterherden wie die hier konzentrieren und dann noch ein bisschen auf Spinnen. Und natürlich auf Bauarbeiter und Zombie-Pigmen, weil die halt wirklich die einzigen sind, die wirklich gefährlich werden können, weil die Wege über den Burggraben finden können. Aus dem Weg, du scheiß Babyzombie. Ich treffe den Baby-Zombie nicht jetzt.
5 Schaden. Okay. Stirb doch. Nein, endlich. So, der ist auch tot. Das sind zwei Bomber. Nein, ich sind nicht mehr Steinewerfer. Ich habe das Gefühl, ich werde gleich wieder sterben. Ich. Oh Leute. Die sind durch, 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 die müssen sterben. Die müssen sterben. Und jetzt schnell hier den Weg abbauen. Und das Loch auffüllen. So. Ach du Scheiße, die waren durch. Ich habe halt auch echt nicht bemerkt, dass da ein Bauarbeiter gerade sich durchbaut. Welle 24. Ich werde mal schauen, ob ich das Modpack irgendwie auf den Server drauf bekomme. Ich würde das ganz gerne mal mit Fisch oder so. Ah, ich will immer noch keine Munition. Ich sehe schon, da kommt ein Bauarbeiter angerannt. Aber ich muss mir jetzt erstmal neue Munition kaufen. Okay, sagen wir lieber besorgen, nicht kaufen. So, und ich kann mir außerdem hier noch was nachkaufen, aber das schmeiße ich dafür weg. Spinnenaugen glaube ich nicht. So. Also, gesperrt. Ich habe gerade, als ich den Händler angeklickt habe, versehentlich mein Schwert genutzt. Also, die Heilung von meinem Schwert. Und ich habe ja schon mal gesagt, dass ich die am schnellsten auflädt, wenn man damit mit dem Schwert zuschlägt. Sprinter geht sterben. Es gibt nachher dann auch Zombie-Pigments, die sprinten können. Und dann auch so fett sind. Aber ich weiß auch nicht, wann die kommen. Da greift was mein Nexus an. Nein! Du Drecksack! Ihr Drecksäcke meine ich. Immer schön in Lava eintunken, wieder raus und die Mauer ziehen wir. Jetzt muss ich noch das hier abbauen.
keine Ahnung, wie ich den Block wieder platzieren soll. Also, wir platzieren ihn einfach dahin. Der glitscht eine Leiter rum. Sieht irgendwie sehr interessant aus. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich schon wieder am Sterben war. Jetzt darf ich mein Schwert schon wieder aufladen. Welle 25 ist aber typisch. So, ich dachte gerade kurz, da drin wäre schon wieder einer, weil das war nur der Händler. Da hinten kommt ein Zombie-Pigment, der muss schnell sterben. Weil der wirklich gefährlich werden kann. Da kommt ein Bauarbeiter, der muss auch ganz schnell sterben. Und ich muss ganz schnell was essen, weil ich sonst sterbe. Braucht schon die Hosen. So komisch wie German Chaos Helmets. Oder Bögen. Bögen braucht auch keiner. Nicht in diesem Knockback. So. Ich habe schon wieder nicht aufgepasst, bei welcher Welle wir gerade sind. Aber ich finde es irgendwie seltsam, dass ich bis jetzt nur einmal dieses Event hatte, dass eine große Anzahl an Monstern kommt. Ich meine, wir hatten das vorhin einmal da in der letzten Folge, aber seitdem hatten wir das nicht mehr. So, ich werde mal kurz hier Items loswerden, die ich nicht brauche. Mein Helm ist kaputt gegangen. Achso, nee, mein Helm ist nicht kaputt gegangen. Ich habe den weggeteilt. Da ist mein Helm. So, okay. Die anderen Items könnten alle vielleicht nützlich werden. Ich Warum merke ich das nicht? Warum? Warum merke ich das nicht? Okay, ich war noch nicht mit... Also mein Leben war noch nicht an den Nexus gebunden. Okay. So, oder? So, du stirbst auch. Gut. Der stirbt sowieso. Mir ist nicht aufgefallen, dass dein Loch ist. Mal wieder. Okay. So. Jetzt kann ich weiter Items wegschmeißen. So wie Pfeile. Und ich habe sie natürlich beide nicht in die Art geschmissen. So. Welle 26. Hey, ich habe einen Bogen. Leck dann, braucht ihr keinen Mensch. Thank you.
Ich weiß nicht warum, aber manchmal reicht ein Schuss aus, um die Viecher zu töten, und manchmal brauche ich zwei. Obwohl die Waffe ja eigentlich standardmäßig 10 Schaden macht. Mit jedem Schuss. Und so. Hab wieder einen Zombie durch einen anderen Zombie hindurch getötet. Für die, die sich wundern, warum ich den Lavakram am Rand nur einen Block breit gemacht habe. Es liegt vor allem daran, dass ich mir nicht zu einfach machen wollte, weil ich mir dachte, sonst wird es langweilig zum Zuschauen. Klar, Lavagraben macht es immer deutlich einfacher. So. Welle 26 wäre hiermit übrigens geschafft. Also wenn da almost complete steht, dann ist es eigentlich immer geschafft, weil das bedeutet, dass von der Welle keine Mobs mehr spawnen. In der Theorie habe ich jetzt so ein bisschen Freizeit und könnte mir deshalb... Lol, wie bist du hier reingekommen, Spinne? Klar, es ist so eine Sprungspinne, die können einfach über die Mauern springen, aber... Das war die erste, die das bis jetzt gemacht hat, also über die Mauern zu springen. So. Ich kann mir hier von nicht mehr reinklopfen. Obwohl ich die Barrett gar nicht so viel verwende, wie ich dachte. Na, eigentlich ist es ja schon eine starke Waffe. Ich meine, die kann jedes Monster mit einem Schuss töten. Oder fast jedes. Ich weiß. Ich überlege gerade übrigens, ob es hier auch irgendwie so ein Monster gibt, die mehr als 20 Leben haben. Ich meine, die Sprinter haben nur 20 und die ganz normalen Zombies haben alle nur 20. Die Zombies mit Rüstung haben auch nur 20. Die hier haben auch nur 20, wobei die irgendwie manchmal mit weniger Leben hierher kommen. So, jetzt bin ich von dem einzigen Mob, das ich loswerden wollte, nein, bin ich nicht losgegangen. War ja klar. Du stirbst. Du musst trotzdem. Stirb auch. So.
Jetzt habe ich die Waffe doch zweimal benutzt. Für die, die sich wundern, warum ich für größere Entfernungen nicht die Desert Eagle benutze. Ich kann das hier mal kurz zeigen. Also ich ziehe hier auf den Zombie-Pikmin und ich habe ihn so getroffen. Nicht getroffen. Die springen bis hierher? Das war wieder knapp, da war ich wieder kurz vorm Sterben. Ich hätte einen Death Counter mit reinmachen sollen. Hi, danke der. Steht glaube ich inzwischen auf 2. Wobei es kann ja unter Umständen, wenn man stirbt, sofort vorbei sein. Also. So, und jetzt muss ich die nachladen. Das gefällt mir weniger. Ah, perfekt, schubst euch alle gegenseitig in die Lava. Weniger Arbeit für mich. Kann ich mir die Munition sparen, euch zu töten? Ich sagte, schubst euch in die Lava. Hilf ich halt ein bisschen nach, dann bitte. Okay. Sind das Vanilla-Zombies oder? Ja, es sind Vanilla-Zombies. Das ist ein Vanilla-Skelett und das da hinten ist auch ein Vanilla-Skelett. Da sehe ich eine Rüstung. Weil die Skelette aus der Invasion Mod haben nämlich keine Rüstung an, die aus anderen Mods kommen. Ich glaube, die haben sogar gar keine Rüstung. Und schon wieder ist so eine Sprungspinne hier reingekommen. Ich glaube es nicht. So, der muss ganz schnell sterben. Und er kommt bestimmt auch. Ja, guten Tag. Ihr hört's auf, mich abzuschießen. Ich mag das nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Werfer nicht so viel Schaden machen, wie ich in Erinnerung hatte. Ich hatte in Erinnerung, dass die teilweise die Mauern einreißen mit ihrem Glück, die sie durch die Gegend schmeißen und dass sie die effektivsten sind, wenn es darum geht, den Nexus einzureißen, weil die einfach die Mauer weghauen und dann direkt auf den Nexus werfen und dem dadurch Schaden machen. Aber da hat mich meine Erinnerung wohl ein bisschen getäuscht, weil wie zur Hölle bist du hier hochgekommen? Nein. Mit dem Ei, weg mit dem Ei, weg mit dir. Für die, die sich wundern, warum ich immer wieder so nach oben fliege und runter schaue,
Liegt vor allem daran, dass die vermutlich einfachste Methode ist, um zu schauen, ob auf irgendeiner Seite Zombie-Pigments da gerade die Mauer einreißen oder ob sich ein Bauarbeiter darüber baut. Natürlich falle ich wieder in Lava. So, da kommt wieder eine große Horde und da kommt ein Bauarbeiter. Muss ganz ehrlich gestehen, ich finde es schwerer so zu zielen, weil ich das Fadenkreuz dann nicht habe. Weil ich auch keine Ahnung habe, ach, die sind beide da oben oder. Die trotzdem mal beide ganz oben. So, den da schubsen wir in die Lava, dann sterben hier nämlich alle Zombies. Oder auch nicht. Ja, du bist eine normale Spinne. Hier normale Spinnen hier, was ist denn hier los? Er verbrennt einen Zombie, sehr gut. Ach, es spawnen gar keine mehr. Nee. Wolf 8 ist schon fertig. Acht, ja klar, 28. Aber wäre traurig, wenn ich erst bei Level 8 wäre. Nee, das sind Zombie-Pigments. Da war irgendwo gerade ein Zombie-Pigment. Aber ich sehe ihn gerade einfach nicht mehr. Ist der schon durch irgendwo? Ich habe doch gerade hier ein Zombie-Pigment gesehen. Ah, du bist hier fischen. Ich muss mal hier fischen, Leute. Die Zombie-Pigments, die können zwar alleine reinkommen, aber bringen die höchstens noch zwei oder drei Zombie-Pigment-Freunde mit. Während die Bauarbeiter so eine ganze Horde mit reinbringen können. Viel gefährlicher ist die Zombie-Pigments. So, und ich kaufe gerade meine Munition nach. Fünf davon. Fünf davon. Ich kann mir immer noch keine Minigun-Ammo leisten. Nicht davon. So, das andere Zeug behalte ich lieber mal im Inventar. Die Spinnen sind eigentlich gar keine so große Gefahr, weil die keine Blöcke abbauen können. Und damit gar nicht in meinen Nexus rankommen. Aber die können halt über die Mauern drüber. Trotzdem. Wo bist du rein? Wo bist du rein? Da bist du rein. Schnell den Weg abbauen. Schnell den Weg abbauen. So kann man den Weg auch abbauen.
Okay. Bell 29 ist fast komplett. Oh. Scheint so, als würde es noch eine dritte Folge geben. Ich meine, ich habe ja gesagt, heute bis 12:30 Uhr. Und es ist nicht schon wieder ernsthaft passiert, dass ich in die Scheiße. So. Der liebe Haylinks tut ja auch hier ein bisschen verteidigen hier drin. Also wenn mal was durchkommt, dann kann der das töten. Auch wenn er nur mit jedem Angriff einen Schaden macht. Was ist mit dem da hinten? Der steht da so doof rum und macht nichts. Kommt nicht mal auf mich zugesprintet. So, Skelette muss ich töten. Ich brauche nämlich wieder. Ich brauche die Knochen, damit ich mir die Munition für meine Minigun kaufen kann. Oder aber für meinen Dragon. Also, du musst sterben, das ist ganz wichtig. Knochen und Rottenfleisch brauche ich ziemlich viel, eigentlich. Weil ich mir dafür neue Munition kaufen kann, für meine besseren Waffen. So. Und ich meine, die kommen ja inzwischen auch immer wieder zum Einsatz. Nicht schon wieder in Lava fallen. So. Der muss sterben. Ein Herzschutz, eigentlich doppelten Schaden? Nee, oder? Vielleicht mit der Sniper. Wobei, ein Sniper-Kit ja sowieso alles One-Shot. Oder nicht alles, ich weiß nicht, was sie alles mit einem Schuss tötet, aber halt sehr viel. Sind schon zu unhaft. Ich kann, wenn ich bei der Ballette Scope anhab, einfach nicht einschätzen, wie weit die Gegner weg sind. So viele Spinnen sind hier dran. Was soll ich nur tun? Ja, ja, nun weg. So. Eine Spinne weniger. Komm schon, stirb. Stirb. So viele Spinnen. So, Welle 30 almost complete, ihr habt's gesehen. Das heißt, ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Ich habe das Gefühl, dass die nächste Folge nicht so lang wird.
Ich werde mir für die nächste Folge als Ziel mal. Ja, komm, mach mal Welle 40 setzen und ich hoffe, wir werden Welle 40 dann in der nächsten Folge erreichen. Ich bedanke mich natürlich wie immer bei euch allen fürs Zuschauen. Das war's mit dieser Folge Invasion Mod. Ciao Leute!